So, herzlich willkommen zum nächsten Vlog. Es ist Sonntag und es ist einfach das geilste Wetter. Sowieso war ja gerade für wahrscheinlich alle Schüler verlängertes Wochenende. Das war voll geil, eigentlich zum Krafttanken. Und jetzt ist halt mega geiles Wetter und was macht man beim Wetter? Natürlich Longboard fahren. Und da nehme ich euch mal mit. Ich muss lernen, mehr zu filmen, damit die Vlogs nicht immer nur 3 Minuten lang werden. Aber egal, das passt schon. Wir fahren auf jeden Fall jetzt einfach wieder auf den Damm und da nehme ich euch natürlich mit. Wanted more, told my boys that we could make it to the hills. Living real, doing what I love, going day to day. But I know it takes time and I'm patiently waiting. Sometimes I can't. So, jetzt darf ich mal filmen. Der Dennis wird jetzt 25 Meter weit hochspringen. Und das filmen wir jetzt mal. I contemplate, cause one day you feel so close and the next is out of sight. But I know I gotta hold on tight to go back to just going out every night. Like if I'm about to let it go now, I can live alright. Live a normal life, do a 9-to-5. But I know I'm more than that. I gained this skill, wasn't born with that. At the end of the life, it's a memory. And I wanna know how to remember me. Either hate the kid for what I am or love the boy for what I'm not, right? Changes, but the game is never gonna change us. They never said it was painless. Ain't no recipe to be famous, but I'ma take my time and I know it's worth it. Step by step, climbing up the surface. Yeah, I'm never gonna fall, I'ma make it to the top and that's for certain. Leute, kennt ihr das, wenn ihr losgehen wollt und nur 3 oder 4 Sachen mitnehmen wollt, wie zum Beispiel Handy, Portemonnaie oder Box, und dann habt ihr einfach gar keinen Bock, einen Rucksack mitzunehmen, weil das einfach viel zu wenig ist für einen Rucksack? Genau aus dem Grund suche ich heute so einen coolen Beutel, den man so über den Rücken schnallen kann, und ich nehme euch natürlich mit und mal gucken, welcher Beutel es wird. Viel Spaß! Unless I got a record deal, and I only think it's worth it if the music is gonna pay the bill. So how do I tell my fam I'ma make it when they never gonna know it's real? I'm going alone and I never gonna stop, and I know I'ma get that mass appeal like. So, wir sind jetzt schon beim Abend angekommen. Wir spielen jetzt eine Runde Tischtennis und keine normale Runde, sondern ein Battle. Der Gewinner, der darf zusehen, wie der Verlierer Sambal Ulek das hier essen muss. Und Martin meint, das ist das Schärfste, was er je gegessen hat. Schärfer als Chili, schärfer als alles. Und ich habe schon bei Chili meine Probleme. Deswegen wird das ziemlich hart. Und ich werde sowieso verlieren. Deswegen könnt ihr euch schon mal drauf freuen, weil ich schlecht bin. Und ich würde sagen, los geht's. Got it, never doubt it. They gonna find out I'm about it when I'm gonna come up and they know my name. Not up in the game and I got that aim, but it's more than a woman in a chain and a fame. I've been putting my life in the words, knowing my story, they don't even know me. They feeling the flow when they think that I'm holy. I tell them to stop. A kid on the block, taking a shot at the game and I'm beating the clock. Knowing I'm flowing, I never been slow and been running the race and I'm already going. They looking to hold me. So Leute, ich hab verloren, wie ich's gesagt hab, und jetzt. Alter, ist das eklig. Alter, ich wette, das ist so übelst viel. Oh, ich wette das jetzt. 3, 2, 1. Easy. Ihr müsst wissen, Schärfe hat mehrere Stufen. Also im Mund denkt man erstmal so, ja, kein Problem. Und dann plötzlich wird es übelst eklig. Sambal Ulek. Ich habe schon Schärferes gegessen. Also es geht. Also, wenn jetzt nichts mehr kommt, dann ist nicht so schlimm. Aber ich dachte schlimmer, aber ich würde sagen, die Challenge haben wir absolviert. Vielleicht machen wir noch irgendwie Mehl essen, einen Löffel oder so, keine Ahnung. Mal gucken, was der Abend noch so liefert. Auf jeden Fall Sambal Ulek ging voll klar. Also Level up. So, dann kommt doch diesmal meine Bestrafung. Hier ist der Löffel Mehl und den werde ich jetzt essen. In die Kamera husten. Es geht nicht, Leute. Ihr könnt kein Mehl runterschlucken, also nicht den ganzen Löffel. Okay,
So Leute, ich sollte mir irgendwie mal angewöhnen, Abmoderation zu machen. Es ist jetzt Sonntag, ihr werdet das Video ausnahmsweise mal Montag sehen. Es ist wirklich auch diese Woche nicht so viel passiert. Hier war scheiß Wetter, deswegen konnte ich nicht so viel filmen. Trotzdem habe ich es geschafft, dass der Vlog endlich mal ein bisschen länger wird. Und ich würde sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Video und ciao.